So, hallo, herzlich willkommen mal wieder zum neuen Video. Heute soll es hauptsächlich um eure Fragen gehen und ein bisschen auch über die vergangene Saison. Also viel Spaß. Also ihr seht, es ist heute ein bisschen eine ungewohnte Umgebung. Der Grund hat schon ins Bild geschaut, meine Hand. Ich habe da leichte Probleme am linken Arm. Kleiner Fahrradunfall bei Glatteis, also selber schuld. Insofern sind die Tage gerade einfach anders. Ne? Und mit diesem Thema können wir auch gleich eigentlich in die erste Frage einsteigen. Und zwar die erste Frage war, was ist, wenn ich im Mai oder im Juni oder im Juli ausfall? Großes Problem natürlich, ja. Also muss man sagen, sollte nicht passieren. Mal wenn es passiert, man wird eine Lösung finden. Bisher hatten wir immer eine Lösung gefunden. Wir haben ja oft auch Praktikanten und so weiter, also jetzt noch keinen Festangestellten, aber einfach verschiedene Praktikanten. Und klar, es gibt Arbeiten, oder das Grundwissen hängt an mir. Und also ohne mich geht es nicht. Ne? Das ist aber auch die Krux, muss man sagen, ja, von vielen, vielen, vielen Betrieben, ob es jetzt, also kleinen Betrieben. Es hängt einfach relativ viel am Inhaber oder am Gründer oder wie auch immer man die Leute betiteln möchte. Da braucht es schon einen relativ großen Überbau, dass man sagt, man zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück, und das ist ja relativ weit oben anzusetzen. Ne? Klar, ich meine, strategisch ist schon das Ziel, dass der Betrieb so wächst, dass man diese Gefahr minimiert, dass eben alles zu 100% oder sagen wir mal zu 90% oder 80% an mir hängt. Aber da muss man halt Schritt für Schritt sich entwickeln, den Betrieb entwickeln. Wir machen ja im Prinzip jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr einen Schritt in die richtige Richtung, jetzt auch mit dem Betriebsgebäude. Da kommt dann auch noch mal ein Video, weil da will ich, also ich will euch das einfach mal vorstellen und dann auch gerne eure Ideen sammeln. Also wie, was, wo man damit machen kann, wie eure Erfahrungen sind, aber da kommt noch mal was dann vermutlich im neuen Jahr. Ja, also wie gesagt, wenn im Mai, Juni, Juli was, wenn ich da ausfall, dann ist das, kostet es wahrscheinlich relativ viel Geld. Die Bienen irgendwie notdürftig versorgen, dass sie überleben, das, und dass man auch einen Teil vom Honig ernten kann, das kriegt man sicherlich zweifelsohne hin. Also da mache ich mir so ganz grundsätzlich keine Sorgen, dass die Bienen dann sterben oder sonst irgendwas passiert. Also so eine Notversorgung kriegt man wahrscheinlich im Freundes-, im Bekanntenkreis, wie auch immer geregelt. Ne? Dieses Thema Betriebshelfer ploppt da immer wieder auf. Ne? Aber einen Betriebshelfer über die Berufsgenossenschaft zu bekommen, der jetzt irgendwie Imkermeister, Imkergeselle oder einfach ein Imker ist, der sich mit großen Völkerzahlen auskennt, das gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Also ich wüsste nicht, wo es das geben soll. Ja, das mal zu dieser Frage. Ich muss mal auf meinen Spickzettel schauen, was ich mir noch alles aufgeschrieben habe, was noch für offene Fragen von euch da waren. Also eine Frage, die immer wieder kommt, ich glaube, ich habe die auch schon mal in Frage-Antworten-Video beantwortet, ist das Thema Aufzeichnung am Bienenvolk, Stockkarte und so. Habe ich nicht. Also habe ich nicht so, wie man sich das vorstellt. Wir hatten ja jetzt auch die Biokontrolle oder das Audit. Da war auch die Frage, und zwar, ich schreibe das ja nur auf meine Blechdeckel, wenn was abweicht von der Norm. Immer in der Farbe, wo die Königin ist, dann kann ich das klar zuordnen, welches Jahr das ist. Und fertig. Das seht ihr auch in dem Video Nummer 16. Wo ich mein Beutensystem vorstelle. Also da ist es ganz klar noch ersichtlich. Dann das Thema geschlossener Boden, offener Boden im Winter. Also bei mir sind die Böden spätestens im Januar alle geschlossen.
Also jetzt nicht, weil die Biene die ganze Beute heizt, sondern einfach um da ein bisschen den Wind, den Luftzug und damit auch diese Auskühlung, um das ein bisschen zu unterbinden. Ne? Also das ist einfach nach meinem Gefühl, das mache ich so, dass ich die Böden dann zu habe einfach auch. Ne? Eine Frage, die ich jetzt auch schon ein paar Mal hatte, wie sieht es aus mit Oxalsäurebehandlung? Ja, ich habe sie gemacht vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen? Ja, weiß ich nicht. 1,5 Wochen, 2 Wochen. Ich habe es leider nicht gefilmt, weil das Wetter nicht optimal war und ich da schnell diese kalten Temperaturen ausnutzen wollte und ich dann auch gedacht habe, hey, wenn euch das wirklich interessiert, wenn man eine Oxalsäurebehandlung macht, da gibt es tausende YouTube-Videos dafür. Da brauche ich nicht noch auch noch was filmen. Ich mache es ja im Wesentlichen nicht anders. Ich beträufel dich mit Oxalsäure und das war's dann. Ne? Das ist ja eine relativ schnelle, einfache Sache. Schreibe das in mein Bestandsbuch rein. Habe ich meine Aufzeichnung sicher und dann ist es erledigt. Ne? Also es leben auch noch alle Bienenvölker, wobei bei 2 Stück habe ich Gras oben drauf gelegt. Das ist dann immer so das Zeichen, wenn es mal wieder warm wird, da solltest du unbedingt mal nochmal nachschauen. Also das sind ein bisschen einfach schwach. Ne? Futter und so habe ich jetzt keine Probleme erkennen können. Wenn ich mir die Stockwaage auch anschaue, da ist für mich alles im grünen Bereich. Da mache ich mir eigentlich aktuell auch absolut keine Sorgen. Dann dieses Thema Drohnenwaben schneiden kommt auch immer öfters wieder vor. Mache ich nicht. Also ich schneide es nicht. Das hat für mich einfach verschiedene Gründe. Zum einen bin ich da, ich kann das nicht belegen. Das ist jetzt von mir so ein bisschen aus meiner Praxis. Ob das wirklich viel bringt, gegenüber die Varroa zu dezimieren. Also ich mache das jetzt schon jahrelang nicht. Und über Winter ja auch sehr gut. In der Regel. Klopfen wir mal aufs Holz hier, Abendholz. Nee. Also das kann nicht der springende Punkt sein. Und dann spricht bei mir vor allem dagegen zum einen dieser Arbeitsaufwand, ne, dieser zusätzliche Termindruck, wo ich dann nochmal reinbekomme. Klar, es kann mit der Schwarmkontrolle passen, aber es kann halt auch nicht passen. Und wenn ich jetzt sage, Schwarmkontrolle mache ich jetzt nur mal Stichpunkte, weil ich muss das und das noch schnell machen, bei einer Drohnenwabe schneiden, dann muss ich halt alle Völker machen. Ne? Sonst ist es ja wirklich vermutlich negativ. Und zum anderen möchte ich ja auch Drohnen haben. Ich habe ja eine gut selektierte Bienenrasse oder Bienengenetik in meinem Betrieb. Und davon will ich ja auch die Drohnen haben. Also ich will die ja nicht wegschneiden und ne, ihr versteht, was ich meine. Und das Bienenvolk hat in der Natur einfach das Bedürfnis, Drohnen zu haben. Ich glaube, so um die 20% wollen sie aufziehen auf natürlichem oder wenn man sie komplett in Ruhe lässt. Und das ist für mich irgendwie so grundlegend für das Imkern, dass man nicht gegen das Bienenvolk arbeitet. Ja, und ethisch natürlich auch. Ich meine, da hat jeder seine eigene Meinung. Ich finde es auch nicht schön, da diese Drohnenbrut ist verdeckelt rauszuschneiden und einzuschmelzen. Also das gefällt mir nicht. Finde ich ethisch nicht ganz so toll. Wie gesagt, da kann man jetzt wahrscheinlich drüber diskutieren. Und als allerletztes noch der Arbeitsaufwand. Ich meine, wenn ich jetzt bei 5, bei 10 Völkern Drohnenbrut schneide, dann ist das schon in Ordnung. Ne? Wenn ich es bei 100, bei 200, bei 300 mache, dann ist das ein Riesen. Weiß nicht, wie mache ich es. Ne? Also, ich habe es mal eine Zeit lang, wo ich noch jung war, habe ich das dann in einen Eimer reingetan. Aber da hat man da so einen Riesen Eimer, den muss man auch irgendwie einschmelzen. Und bei 200, 300 Drohnenwaben, das ist ein Riesen Aufwand auch. Ne? Und was ist das Ergebnis, ist für mich da einfach nicht lohnenswert. Ne? Da sehe ich keinen Sinn dabei. Klar, man hat dieses Wachs, aber gut, ich meine, Entdeckungswachs bekomme ich auch über die Honigernte.
Also da habe ich jetzt, klar, es ist bei mir im Betrieb immer ein bisschen knapp, weil man ja wächst und wächst und wächst und Wachs braucht selber, vor allem oder eigentlich nur das Entdeckungswachs nehmen wir selber wieder. Und ja, aber nicht auf diesem Weg. Gut, Wandertechnik. Ja, bei Wandertechnik habe ich einen großen Autoanhänger, habe einen Abilift und habe Wandergurte. Na, so sieht es bei mir im Moment aus. Das ist sicherlich ein Thema, wo nachentwickelt werden muss, wo man mal auch investieren werden muss, auch allein aus Arbeitsergonomie und auch vielleicht für die Zeit. Ne? Na, wird ja jetzt nicht jünger. Wahrscheinlich viele von euch, die Videos schauen, sind jünger wie ich. Manche sind älter, die könnten mir vielleicht da beipflichten, dass man halt älter wird. Ne? Auch der Körper wird älter. Auch ich habe sicherlich vor 10 Jahren deutlich mehr körperlich gewuppt. Also zum einen konnte ich es vielleicht körperlich auch. Ich meine, ich bin jetzt immer noch sehr fit, aber und vor allem wollte ich es auch. Ne? Und jetzt im Alter macht, oder im Alter, hört sich witzig an, aber man achtet halt irgendwann auch ein bisschen mehr auf seinen Körper. Man möchte das ja auch noch wirklich länger machen und nicht mit aller Gewalt hier das hinreißen. Das sind wir beim Thema Mitarbeit. Ich meine, das ist auch oft eine Frage. Ja, bisher fehlt mir da ja die Möglichkeit ein bisschen. Also, wie gesagt, wir haben manchmal Praktikanten hier für Wochen. Mit dem neuen Betriebsgebäude, wie gesagt, wenn ich da das neue Video bringe und euch einfach bitte, da ein paar Vorschläge reinzuschreiben, wenn man dann Bilder hat, wie das dort aussieht oder aussehen kann, vielleicht findet man da auch dann eine vernünftige Lösung, weil, wie gesagt, es sind ja relativ viele von euch, oder viele, aber es sind ja schon ein paar, die angeboten haben zu helfen. Finde ich auch sehr super, ne? Gefällt mir und kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Also ich bin jetzt ja hier nicht gewillt, das alles hinter verschlossenen Türen zu machen. Also ich bin da, habe da jetzt so prinzipiell jetzt kein Problem damit, ne? Dass man zu mir kommt, wenn man mitarbeitet und dann auch das ein oder andere sieht und mitnimmt. Also mei, das mache ich ja auch so. Mich interessieren ja auch andere Imkereien. Was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, viele haben gefragt mit so Imkerkursen, Einführungen oder so. Kriege ich gerade zeitlich nicht hin. Ne? Ich habe ja für die Bienenbox, für die Stadtbienen mache ich ja was. Das ist ja eigentlich ganz gut oder ist sehr gut nachgefragt, relativ erfolgreich. Da gibt es jedes Jahr mehr Kurse, wo ich da mache. Und was da geht es im Wesentlichen um extensive Bienenhaltung, wenn ich die Bienen halten will als Hobby. Das mache ich und alles andere. Wir werden das sehen, wie sich das, wie gesagt, mit dem neuen Betriebsgebäude weiterentwickelt. Ja, für mich gibt es eigentlich nichts mehr zu tun. Ich bringe jetzt gerade noch die letzten Weihnachtsgeschenke in die Post. Also für Leute, die mich unterstützt haben, wo ich Wanderplätze habe, was auch immer. Die bringe ich jetzt noch weg und dann habe ich eigentlich, da muss ich noch zwei, drei Rechnungen zahlen im Büro, dass der Schreibtisch leer ist und dann habe ich eigentlich auch erstmal frei und hoffe dann, dass meine Hand wieder klar wird, dass man dann, wie gesagt, mal zwischen den Jahren will ich da noch diese ja, zwei, drei, vielleicht sind es auch vier Völker, wo ich jetzt mir markiert habe mit diesen Grasbüscheln, die will ich mir noch anschauen. Und ansonsten auch mal ausruhen, neue Gedanken finden, neue Ideen finden. Und ja, jetzt wünsche ich euch auch alles Gute, schöne Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wird es wahrscheinlich kein Video mehr geben. Und wir starten dann im nächsten Jahr, das dann wirklich, wie gesagt, ein paar freudige Erlebnisse bringt in der Betriebsentwicklung. Also da freue ich mich jetzt schon drauf und bin auch gespannt über eure Ideen dann. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anmerkungen, schreibt es auch drunter. Aber bitte
alles was das Betriebsgebäude angeht, hebt es euch auf, schreibt unter das nächste Video drunter, wo da kommen soll, dass alles gesammelt ist. Ja, ansonsten Daumen hoch an euch auch, dass der Kanal sich so entwickelt hat jetzt in der Zeit, das hätte ich nie gedacht. Auch für eure Tipps vor allem, ne? Also da gibt es ja wirklich auch Tipps und Angebote. Ich habe da auch viel mitgenommen aus diesen Kommentaren, aus Gesprächen, aus E-Mails, Austausch. Muss man sagen, da war für mich auch der ein oder andere Punkt dabei, wo ich angefangen habe, nochmal das aus der anderen Sicht zu sehen und drüber nachzudenken. Und also für mich auch durchaus sehr interessant. Ich freue mich, dass wir da weitermachen können und wünsche euch jetzt aber wirklich alles Gute, einen guten Rutsch und bis ins nächste Jahr. Also, macht's gut. Ciao.